Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist J6, All in the Mix. Und ich würde sagen, bevor das Video beginnt, jetzt erstmal abonnieren, für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Hier eine neue Unterkunft, eine riesengroße in Kreuzberg. Hier sind wir in Kreuzberg und schaut euch mal bitte diese Baustelle an. Ja, hier. Das werden wieder neue Wohnungen für Neuankömmlinge. Ja, schaut euch das an. Aber ein Riesenteil diesmal, wirklich. Das ist diesmal kein Spaß mehr. Schaut mal, wie groß das ist. Tja, das werden Wohnungen, Freunde. Aber so richtige. Es ist 1, 2, 3 Gebäude in einem. Fahren wir noch mal ganz kurz da hinten. Ich zeige euch ganz kurz, dass es da hinten noch mehr wird. Das ist komplette Lücke. Ja. Die Jungs schuften sich ihren Hintern ab, was das Zeug hält. Komm, fahren wir noch mal ganz kurz zurück. Bin hier mit dem E-Scooter heute, ja? Also es wird eine riesen Unterkunft. Das ist nicht irgendwas hier nur nach 15 auf der Seite. Ja, wohnen wie ich will steht drauf. Schau mal, ihr seht diese Gebäude hier, ne? Schaut mal bitte, wie groß das ist. Zimmer, wie groß die werden. Da ist ganz schön viel Platz. Das ist mindestens 80 bis 100 Quadratmeter pro so eine Wohnung. Ja, sieht schon krass aus. Machst du gerade Pause oder was? Machst du gerade Pause oder wie? Ja, starker Typ. Ich glaube, das ist Projektmanager oder sowas. Ja. Ja, hier sieht es nämlich aus wie auf dem Schlachtfeld, aber das war noch nicht alles. Das wollte ich euch auch kurz zeigen. Seht ihr das? Hier ist übrigens ein Riesenkran. Zwei davon. Das war jetzt die Ecke, die ich euch gezeigt habe. Das war das hier. Folgendes. Jetzt ist hier Folgendes los. Hier wird das Fundament hochgehoben, ausgehoben. Und hier kommt auch nochmal eins oder zwei Riesengebäude. Seht ihr das? Könnt ihr mal ganz kurz ranzoomen. Schaut euch das an. Also hier kommen noch safe richtig krasse Gebäude drauf. Und das alles natürlich hier, ne? Ihr wisst ja, für wen. Ja, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wenn wir dann schon hier sind, habe ich übrigens gerade aus Zufall entdeckt gerade. Ohne Scheiß. Ja. Was ist hier direkt nebenan? Weiß ich gar nicht. Ein deutscher Adler. Hauptzollamt ist hier direkt in der Nähe. Ja, also die Wohnungen hier in Kreuzberg, nicht so weit von Bergmann-Kiez. Ja, ist ja direkt Kreuzberg jetzt hier. Kreuzberg-Schöneberg würde ich sagen, oder? Nee, ist Kreuzberg. Ihr seht ja hier auch. Hier wird gebaut und so, ne? Ja, ist ein Riesending. So, drumherum weiß ich jetzt nicht, was das ist. Können wir auch nochmal checken? Ich würde mal kurz gucken, was das für Gebäude hier sind. Das ist ja auch neu. Seht ihr das? Neubau. Seht ihr das? Das ist neu. Das stand hier vorher nicht. Ja, und da kommt schon Ukraine raus, oder was? Tja, was auch immer das hier ist. Gut, wir kehren wieder um zur Baustelle. Und ja, so ist das. Das ist wiederum hier ist ein altes Gebäude, dieses Hauptzollamt. Das ist hier nichts Neues hinter mir. Aber das, was hier kommen wird, meine lieben Freunde, das ist genau das, woher die Steuern kamen. Zum ersten Mal sehe ich Bauarbeiter in Berlin, die wirklich durchziehen, jeden Tag hier. Ja? Also ich habe sie ja zum ersten Mal gesehen. Aber schau mal, normalerweise sind Baustellen bei uns in Berlin ultra leer und keiner will was machen, weil sie schön die Kohle saugen wollen vom Staat. Die Bauarbeiter sind kaum zu sehen in Berlin, auf jeder Baustelle. Aber hier sind welche. Ja? Normalerweise ist es leer. Die arbeiten immer von 7 bis 14 Uhr und hauen dann wieder ab nach Hause. Aber hier arbeiten die anscheinend bis 17, 18 Uhr. Ja. Tja, das ist das neue Projekt von Land Berlin. Und hier kommen die neuen Flüchtlinge unter. Ah, da wird ein bisschen rumgeschrien. Da arbeiten auch noch ein paar Leute. Das Ganze natürlich abgedeckt hier. Mit schönen Malereien hier von Kindern draufgehauen. Ja,
in Posterformat sozusagen raufgeklebt, damit das alles freundlicher aussieht, damit die Baustelle auch freundlicher aussieht. Auf den hier. Schaut euch bitte, wie riesig das Komplex sein wird. Das ist heavy. Das ist wirklich, wirklich... Wie will ich wohnen, steht da. Schaut ihr mal. Schaut euch das mal an. Wie will ich wohnen? Naja, mich fragt ja keiner. Ja, ich würde auch gerne so wohnen, aber ich bin mir sicher, dass ich sowas hier nicht bekomme. Schaut euch bitte die Zimmer an. Ja. So ist das hier, Mutter Natur. Ja, Mama, Hotel Mama in Deutschland. Ja. Nochmal der Spruch, den mache ich sehr, sehr gerne. Menschen, die Geld haben, verschwinden aus Deutschland. Menschen, die kein Geld haben, kommen nach Deutschland. Ja, so ist das hier. Und so wird der Komplex hier aussehen, oder was? So wird das hier alles aussehen. Neue Wohnungen. Ja, historische Blockbauten vor allem. Ja, naja, gut. Wir haben es ja jetzt gesehen. Aber hier auch, ne? Das sind auch alles neue Gebäude. Das ist nicht alt. Das ist alt. Das ist alt. Aber das hier ist Neubau. Das ist neu. Einmal in die Kommentare. Nach was sieht das hier für euch aus? Das ist Neubau, oder? Ja, das sieht neu aus. Naja, eine Mischung zwischen alt und neu, wie es aussieht. Tja, und da passen auf jeden Fall eine Menge Leute rein. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da passen mindestens 2000 Menschen rein. Ja, Familien insgesamt. Das sind Häuser von 800 bis 1500 Leute, Gebäude. Ja, da passen wirklich sehr, sehr viele Familien rein. Und das sind alte Gebäude hier, wie vorhin schon erwähnt. Und hier auf der Seite Neubau. Hör mal, das ist hier so eine Mischung, Alter, aus Neubau und... Guck mal, hier eine Kita gibt es auch noch. Das ist eine Mischung zwischen Alt und Neubau. Guckt mal bitte, wie krass das aussieht. Hölzerne Wände mäßig. Ja? Was ist das? Laminat-Parkett-Technik. Nochmal ummantelt die Gebäude mit. Tja, viel mehr gibt es nicht zu sagen vorne. Ja, das war es dann auch meinerseits. Schau mal bitte. Das sind so abgefuckte alte Gebäude mit abgefuckten Balkons. Ja, das sieht aus, Alter. Ja, und dann hier. Ja, Harry Potter und die sieben Türme, Alter. Ja, das war es meinerseits. Mein Name ist J6, All in the Mix. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, euch das auch mal zu zeigen. Ja. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, jetzt dieses neue Gebäude euch zu zeigen. Aus Zufall. Ich bin nochmal abgestiegen, hab die Kamera angemacht und wollte euch das einfach zeigen. Darum ging es ja auch. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Grüße aus Berlin-Kreuzberg. Peace.